Moin Leute, was geht? Willkommen zu Fortnite Season 3 in der Woche 2. Ja, heute soll es mal um den Aquaman-Skin gehen, der in dieser Season neu dazugekommen ist. Den gibt es einmal in dieser normalen Variante und einmal in der Arthur Curry-Variante. Ja, aktuell können wir weder das eine noch das andere falsch halten. Das dauert wahrscheinlich noch ein paar Wochen, bis wir alle 5 Herausforderungen abschließen können. Wenn man dann endlich den normalen Aquaman-Skin hat, könnt ihr auch den Arthur Curry freischalten. Dafür müsst ihr den Aquaman-Skin einfach benutzen und am Rande des Wasserfelds einfach in die Schlucht springen. In der Woche 2 zu Fortnite Season 3 gibt es auch eine neue Aquaman-Herausforderung. Hierbei muss man einfach bloß auf einem Loot Shark reiten bei Sweaty Sands. Wie das geht, das zeige ich euch jetzt. So Leute, dazu landet einfach bei Sweaty Sands. Ihr müsst euch direkt am Anfang erstmal eine Angel schnappen, um anschließend den Hai zu reiten. Da habe ich doch schon einen gesehen. So, gönnt euch einfach eine Angel. Dann müsst ihr nur noch einen Hai finden. Ist teilweise etwas tricky, wie schon bei der Woche 1 Herausforderung. Will doch nicht jemand einfach den Hai töten. So, und auf geht die wilde Wahnsinnsfahrt. Hat ein bisschen gedauert, teilweise will der Hai nicht direkt anbeißen. Ja, solltet die Mission nachher freischalten, ab 15 Uhr, seht ihr auch dementsprechend den Missionsfortschritt. Guck mal, Hai kann sogar springen. Und sogar boosten. Ja Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr keinen weiteren Fortnite-Content mehr verpassen wollt und keine weiteren Updates mehr zu den Aquaman-Herausforderungen bzw. zu den wöchentlichen Herausforderungen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.